Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine laute Freche. Niklas, hallo! So, wir sind jetzt auf dem Lavaplaneten gelandet. Vulkan. Auf dem Vulkanplaneten gelandet. Und wir brauchen jetzt 4 goldene Lego-Steine, um unser Raumschiff wieder zu reparieren. 4 Lego-Steine! Ja, dann lass uns einmal beginnen mit dem Einsammeln. Ja. Wir haben eine Ameise gefunden. Rote Spinne. Ich werde mal anfangen. Höhlenbewohner. Was möchtest du von mir? Wieder ein paar Gegenstände freizuschalten. Eben das. Markus, die können nicht richtig sprechen. Schau dir das an. Steckt fest, du retten, ich geben das. Okay. Es muss einen Weg geben, diese Lava zu überqueren. Okidoki. Du könntest mit dem Landschaftswerkzeug Steine platzieren und eine Brücke. Markus, ich komm. Hab ich geschafft? Hier. Ich geschafft? Nö. Du geschafft? Nö. Nö? Abbauen. Oh, ich hab auch einen Höhlenbewohner. Steckt fest, du rett nicht, gebe das. Machst du gerade dasselbe? Ja. Okay. Du musst abbauen. Ich muss bauen. Na, du rett da mal die Frau da. Nur ich, Mann. Ich bin Mann. Ich muss mal Platz machen. Waldboden, Wüste, Erdbeermarmelade. Nur einige Beispiele für die Materialarten, unter denen du auswählen kannst. Was gibt's da noch? Hat das jetzt eine schöne Brücke, oder? Ja, ich hab's geschafft, Markus. Repair. Du könntest eine Insel draußen auf dem Meer bauen oder auch eine Treppe zu den Wolken hinauf. Deine Werkzeuge, deine Entscheidung. Meine Werkzeuge. Markus. Bitte. Das ist schon wieder sowas. Höhlenmenschen, die stecken öfter mal fest. Tja, wenn du ein Werkzeug hättest, das Gelände entfernen kann, dann könntest du hier Hilfe lassen. Probleme.
Steckt fest, so retten nicht jeden das. Die Form ist egal. Du kannst sie ganz nach Belieben wählen. Wie kann ich mir das andere Werkzeug aussuchen? Y gehalten. Da Nein. unten bist du. Ich muss mich hochbauen. Und Ledosteinchen. Hey, gib den Ledostein her. Hey, Markus, der rennt weg von Ledostein. Der gibt mir den Ledostein nicht. Markus, hilf mir. Was? Gut erzogen. So geht das. Markus, Achtung! Hast du das bei mir schon gemacht? Ah, Markus! Ich bin in meine eigene Falle heute. Hast du das bei mir schon gemacht? Was? Da in dem Krater. Ne? Da ist eine Falle, Markus, pass auf. Ah. Hat er sich im Ledoturm? Markus. Du kümmerst dich um die goldenen Legosteine. Okidoki. Du kannst Gelände anheben oder absenken. Wofür du dich entscheidest, wird von der Situation abhängen. Ich hab dich schon gerettet. Dattelbuch. Geschafft, Markus. Super. Bitte grabe die Landschaft verantwortungsvoll um. Da redet er mit dem Falschen. Hier was aus gerade. Markus. Markus, ich hab bis ins Weltall gebaut. Oh, cool. Ein Lego-Stein fehlt, glaube ich, noch. Ich habe einen Fisch.
Ja, ich habe ihn schon entdeckt. Markus! Ich sehe ihn. Ich habe ihn gefunden. Geh zu ihm, Markus. Okay. Und du musst dabei weiter scannen. Scannen. Ah, das ist er. Das Landschaftswerkzeug bietet dir viele Möglichkeiten. Jetzt musst du dir überlegen, wie du den armen Kerl retten willst. Okidoki. Yep. Wähle eine Form aus. Hab ihn. Super. Wenn ein Gebiet geebnet wurde, eignet es sich perfekt als Baugelände. Sei jedoch vorsichtig, denn das Landschaftswerkzeug kann ganze Gebäude einebnen, wenn du nicht aufpasst. Dieser Vulkan sieht gefährlich aus. Du solltest die Gelegenheit vielleicht nutzen und Reißaus nehmen. Markus, er hat gesagt, wir sollen den Vulkan verbauen. Nein, hat er nicht gesagt. Aber irgendwas mit dem Vulkan. Markus, ich sterbe mal den Berg, Markus. Nein, bei dir waren ja noch... Weil... Du hast alle goldenen Steine auf dieser Welt gefunden. Wir haben alle goldenen Steine gefunden. Es wird Zeit, eine andere Welt aufzusuchen. Markus, ich war die ganze Zeit. Na komm, dann nix mit zum Raumschiff. Warte, ich mag nicht besteigen. Markus, komm. Na, das kann dauern. Steigen wir ihn zusammen. Spider-Man, Spider-Man. Wie schneller als du. Markus, ich bin schon auf der Spitze. Spider-Man. Dann hoffe ich, dass du einen Fallschirm mit hast. Markus, ich bin Stein oben. Bestiegen! Oh ja, da kann er nicht mehr schwindelig werden. Markus, kannst du mir helfen? Ich bin im Plot drinnen. Markus, bau den Plot ab, bitte. Das kann ich nicht. Ich kann das Werkzeug nicht aussuchen. Y halten. Ja, das funktioniert. Bitte, bau den Block ab. Ich bin im Block drinnen. Ja, wie soll ich das machen? Mit X. Ich stehe da gar nicht gut. Jetzt hast du noch. Bitte drauf, Markus. Okay. Bitte, Markus. Markus, du musst mal so spielen. Au! Was hat das vielleicht? Was hat wehgetan? Na dann ab zum Raumschiff. Halt. Ah, da drüben. Heiß. Oh, Markus. Spiel mal so, das ist voll verrückt. Und der letzte Legostein. Warte, Markus.
Markus, schaut dir das an, bei meinem Bild hier. Klar, spring rein, das Raumschiff wartet schon auf dich. Markus, steig ein. Du musst einsteigen. Na du. Es geht nur dein Spieler. Es kann nur einer mit dem Raumschiff. Markus, das schaut gerade so komisch aus bei dir. Landiert er nur. Wir sehen uns dann am Planeten. Und Pro. Und 100%. Titel Konstruktionskapriolen. Machst du schon wieder das Raumschiff kaputt? Nö, hab ich nicht. Hi Sam. Ah ja, Sam ist unsere Katze. Zucker warten. Juhu. Ich mit. Na, wenigstens bist du sanft gelandet. Oh, Süßigkeiter. Lord, Süßigkeiter. Wie lecker diese Welt aussieht. Eiswaffeln, Torten und Lebkuchenhäuser. Das ist herrlich. Was für dich. Ja. Hab Ruhe. Und schon wieder ein Asteroid. Oh, was ist das? Das lecker. Oh! Was ist das? Ach. Da war nix wie zur Absturzstelle. Ups, ich hab ihn. Ich hab's gefunden. Ich kann den Fisch werfen. Und was ist das jetzt für ein Werkzeug? Das Kopierwerkzeug. Ah. Mit dem Kopierwerkzeug ist es einfach, Kopien deiner Funde anzufertigen. Du kannst damit auch eigene Schöpfungen kopieren. Wieso solltest du dich mit einem Schloss, Piratenschiff oder was auch immer begnügen, wenn du zwei haben kannst? Oder drei? Oder 167? Ziehe den Kasten einfach mitten auf das Objekt, das du kopieren willst, passe die Größe an und platziere die Kopie, wo du willst. Du kannst deine Werke in der Meine Steinsets-Galerie speichern, um sie auf andere Welten mitzunehmen. Okay. Ein Ice Cream. Total. Mir ist jetzt schon schlecht. Ja, auch. Aber ich glaube, wir werden das dann beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Mhm. So. Dann ist die Zeit wieder gekommen. Wir bedanken uns bei allen Abonnenten, bei allen Zusehern. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie hast du das jetzt gemacht? Okay. Tschüss. Oh, tschüss. Bis zum nächsten Mal.